Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 20:15 Box von Marvin Game. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 20:15 von Marvin Game, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Marvin Game. Nach 20:14 kommt 20:15. Wir haben hier eine recht einfache Box. Und zwar ist es einfach eine weiße Kartonschachtel. Hier ist sonst echt nichts zu sehen, also kein Logo, kein Artwork, nichts drauf. Deswegen schauen wir gleich mal rein. Hier geht das Ganze auf. Und hier kommt der Inhalt. Wir haben hier einmal Sticker mit diversen Motiven und diversen Größen. Also Sticker jede Menge. Dann haben wir das Album an sich, 20:15. Und so ein Holzkästchen, so ein Mischekit. So, hier gibt es dann noch jede Menge Füllmaterial, sieht so aus wie so Holzspäne, die das Ganze entsprechend gepolstert haben. So, dann packen wir das Ganze mal zusammen und widmen uns dem Inhalt. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So, wir haben hier ein Digipack, das ist das Cover von 20:15, wir haben hier Marvin Game abgebildet und rund um ihn herum so eine goldene Würfelstruktur. Oben lesen wir das Label, immer ready präsentiert, auf der Seite Marvin Game 20:15 und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 12 Tracks plus 2 Bonustracks, also 14, und wir haben hier Features mit dabei von Hima, Ede, Morten, Chefcat, nochmals Morten, Robo, Esko, Esko, Rola, Bowser, El Karim, Robo, Mauli und Morten. Okay, dann die Beteiligten. Barcode gibt es hier keinen, denn das Ganze ist nur über den Online-Shop von Marvin Game bzw. immer ready gewesen, also erhältlich gewesen, konnte man so bei Amazon oder so im Handel nicht regulär kaufen. So, als erstes haben wir hier einmal das Booklet. So sieht das aus. Was haben wir hier? Ein Foto von Marvin Game. Dann die Infos zu den einzelnen Tracks, wer Text und Beat beigesteuert hat. Ein weiteres Foto, Marvin Game hier am Rauchen. Weitere Credits. Noch ein Foto hier und zum Abschluss die restlichen Credits plus eine umfangreiche Danksagung bzw. eine Widmung, eine Erzählung, wie das Album so entstanden ist, was hier alles passiert ist. Könnte ich natürlich gerne an dieser Stelle kurz anhalten, das Video und durchlesen. So, dann lesen wir hier noch, auch wenn es umgedreht ist, so rum. Also MG, das Logo von Marvin Game. Dann haben wir die CD. Hier ist das Logo wieder richtig. Marvin Game 20:15. Und auf der Rückseite weitere Würfel- und Balkenoptik. Ja, also rein so vom Artwork sieht das echt sehr futuristisch aus. So, das war's zum Album. Wir kommen zu den Stickern. Von denen gibt es hier einige, und zwar haben wir einmal dieses hier in dreifacher Ausführung, also Marvin Game Sticker in schwarz und weiß quadratisch, ebenso dreifach vorhanden der Album Cover Sticker, auch wieder quadratisch, und ein drittes Motiv in Polaroid Optik, hier 21 lesen wir hier und Marvin Game. Okay, also nochmals dreifach hier Polaroid-Optik, ebenfalls wieder quadratisch. Und dann kommen wir schon zum letzten Boxinhalt, und zwar zu diesem
Holzkästchen hier zu dieser Schatulle, die es allerdings in sich hat. Also hier ist echt einiges drin. Zum einen wurde die hier geprägt, 20.15 Uhr, das ist hier wirklich eingeprägt hier. Und was lesen wir hier unten noch? Screw to open, also das heißt so viel wie aufdrehen oder drehen, um es zu öffnen. Okay, es klappt schon. So, also rundum in dieser Holzmaserung, wir schauen mal rein. Genau, denn das Ganze ist hier mittels Magnetverschluss zugemacht. Also wir haben hier so vier kleine Magnete verbaut und deswegen macht es auch Sinn, dass man das Ganze eher aufdreht und nicht einfach nur anhebt. Immer ready, auch hier wieder eingeprägt, ebenso wie Pure Rice, das ist die Firma. Und der Boxdeckel, der hält dann auch gleich hier als Mischeschale her. Also den kann man dann abmachen und hier dann wunderbar als Mischeschale verwenden. Und das macht insofern mit diesen Inhalten dann Sinn, die sich hier darin befinden. Wir haben hier einmal ein Feuerzeug, dann haben wir hier 6 Stück von Filtern, Pure Rice Filter, so sehen die aus. Zusätzlich dazu haben wir noch einen Grinder, einen silbernen Metallgrinder, auch dieser hier mit Immer Ready gebrandet. So sieht der Grinder aus. Also komplett aus Metall und auch dieser hat hier so einen kleinen Magnetverschluss. Dann haben wir Filtertipps, beziehungsweise nein, es sind keine Filter, die Filter hatten wir schon hier. Es sind Papers, genau. Brown Rolling Papers, also das sind die ungebleichten scheinbar. Genau. 4 Meter lang, unbleached, chlorine free. Das Pure Rice Glück auf Rolle. Also Pure Rice hier der Kooperationspartner. Ultra thin, unbleached, rolling papers. Okay. Also, die sind, glaube ich, gesünder als die gebleichten weißen. Und dann kann man hier einfach das eindrücken und dann entsprechend rausziehen, abreißen, je nachdem, wie viel man benötigt. So, das Feuerzeug schauen wir uns auch nochmal im Detail an. Das sieht so aus. Immer ready. Ist hier so durchsichtig. Und auch hier wieder der schwarze Schriftzug. Unten kann man das Ganze auffüllen. Hier oben lesen wir Clipper, das ist diese klassische Marke, die diese Art von Feuerzeugen herstellt. Und das Ganze ist auch schon befüllt, also anders als bei den Zippos dürfen diese hier tatsächlich befüllt verschickt werden. Bedeutet, man kann das direkt in Betrieb nehmen und das hier entzünden. So, und als letzten Inhalt in diesem Mischekit haben wir das hier. Das ist ein USB-Stick, relativ klein, aber von der Größe her vorne vom Anschluss ganz regulär zu verwenden, wie auch ein normal großer USB-Stick. Auch dieser hier mit 20.15 Uhr gebrandet, in diesem Fall in grün. Der USB-Stick hier in silber. Und auf diesem USB-Stick ist eine ganze Menge drauf. Der Stick an sich hat eine Größe von 8 GB. Und wir haben hier Sachen drauf. Wir haben einmal das Album in digitaler Form, also alle Tracks, die 14 Stück. Dann haben wir drauf die Album Instrumentals, also auch 14 Stück. Dann haben wir die Album A Cappellas drauf, komplett. Was haben wir noch drauf? 2 Videoclips. Wir haben drauf Wallpaper für euren PC und für euer Handy. Und wir haben ein dreigängiges Menü, beziehungsweise Anleitung zu dem dreigängigen Menü von Marvin Game geschrieben. Also wie man das Ganze zubereitet, was man dafür einkaufen muss. All das findet ihr hier auf diesem USB-Stick. Jawohl. So, dann packen wir dieses Mischekit wieder zusammen. Machen den Deckel drauf. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Mischekit. Wie gesagt, dieses Holz Pure Rice Mischekit kommt hier mit Feuerzeug, mit 6 Pure Rice Filtern, mit diesem Metall Grinder, mit dem USB-Stick, 8 GB inklusive der ganzen aufgezählten Inhalte und natürlich diesen 4 Meter Papes plus Sticker. Es sind wie gesagt 9 Stück, allesamt quadratisch, 3 verschiedene Motive je dreifach vorhanden. So. Und natürlich das Album an sich,
20.15 Uhr im Digipack mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. 20.15 Uhr von Marvin Game. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Marvin Game unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.